Heute geht es um die Begriffe Mangel und Schaden. Dazu habe ich Michael Pfeiler, einen Bausachverständigen, heute bei uns im Büro, der uns da helfen wird, diese Begriffe zu klären. Mangel oder Schaden? Was ist was und was ist der Unterschied? Wir haben viele Laien als Zuschauer. Vielleicht können Sie, Herr Pfeiler, mal ganz kurz sagen, was ist denn ein Mangel? Ein Mangel ist grundsätzlich die Abweichung von der vertraglich zugesicherten Beschaffenheit. Ja? Die also im Endeffekt, das, wenn der Kunde was bestellt hat und das weicht von dem ab, dann stellt das klassisch den Mangel dar. Also wenn ich eine Haustür bestellt habe aus Holz und es kommt eine aus Kunststoff, ist das ein Mangel? Natürlich, natürlich, ganz klar. Es ist ähnlich, man kann auch den Vergleich ziehen, ich habe jetzt ein Schlosser Geländer beauftragt für eine Terrasse und ich habe ein rotes Geländer beauftragt, weil mir das sehr gut gefällt oder meine Frau gesagt hat, das möchte ich so haben. Dann kommt aber ein schwarzes Geländer, dann stellt das auf jeden Fall einen Mangel dar. Also es ist jetzt, genau, es ist eine Abweichung vom Vertrag. Aber das Geländer funktioniert ja. Ja, richtig, genau. Und darin besteht genau der Unterschied zum Schaden. Ja, die Funktion ist da, es ist kein Schaden entstanden. Anders würde sich das jetzt verhalten, wenn das Geländer jetzt eine unzureichende Korrosionsbeständigkeit hätte. Das heißt, es hat irgendwo Fehlstellen in der Beschichtung als Beispiel. Dann würde es in der Folge zum Schaden kommen, weil das Geländer anfängt zu rosten. Okay, also da an der Stelle ist klar, das ist, aber sagen wir mal, was ist jetzt mit einem Gebäude, wo man, sagen wir, Massivbau, ja, ich komme da hin und sehe da einen Riss. Ja, und der Riss kann ja dort lang sein, also wenn ich Altbauten anschaue, da gibt es ja viele Risse, ja, da ist ja noch lang kein Schaden. Ist es dann schon ein Schaden oder ist es ein Mangel? Ja, gute Frage. Der Riss ist ein Klassiker auf der Baustelle natürlich und da gibt es ja Rissbreiten, die darüber natürlich ja auch eine gewisse Aussagekraft haben. Aber ich sage mal so, die Ursache des Risses ist das Entscheidende am Riss selbst. Ja? Und dann erst kann ich beurteilen, ob sich das um einen konkreten Mangel handelt. Ja? Die Ursache in Verbindung mit der Rissbreite. Ja? Weil dann kann ich sagen, wenn die Rissbreite eine gewisse Größe, je nachdem an welchem Bauteil sie entsteht oder ob der Riss der Witterung ausgesetzt ist, muss ich dann beurteilen als Sachverständiger, ob dieser Riss zu einem Schaden führt. Ja? Weil zum Beispiel Schlagregen eindringen kann in dem Moment und eben das Bauteil durchfeuchtet. Also solche Dinge sind dann im speziellen Fall zu differenzieren. Also dann kann es sein, ich habe zuerst einen Mangel und hinten draus entwickelt sich aus dem Mangel dann vielleicht ein Schaden. Ganz genau. Das ist ja der Ansatz. Es heißt zwar Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, aber ich werde im Idealfall dazukommen, wenn es noch ein Mangel ist. Das heißt, und es wird erwartet, dass ein Mangel auch einen Schaden ergibt, muss aber, wie eingangs erwähnt, nicht immer sein. Das heißt, wenn es um eine bloße Farbabweichung geht, dann wird da wahrscheinlich kein Schaden draus entstehen. Ja, da gibt es noch die Frage, was mache ich denn als Bauherr, wenn ich einen Mangel habe? Also wenn der Mangel da ist, dann ist im Prinzip ja vielleicht noch kein Schaden entstanden. Ja? Also es kann beides zusammenkommen, aber ich glaube, die Frage zielt daraufhin ab, wenn noch kein Schaden da ist, habe ich das richtig verstanden, dann ist eben der Fall, dass eben vermutet wird, dass daraus ein Schaden entstehen kann. Und allein aufgrund der Vermutung, weil eine Abweichung da ist, kann eben ein Schaden entstehen und deshalb sollte dieser auch entsprechend angezeigt werden bei demjenigen, der die Verantwortung dafür trägt. Also bleiben wir mal bei dem Riss, der sich abzeichnet, was am Bau häufiger vorkommt. Es ist noch kein Schadensbild zu sehen, man sieht noch keine Feuchtigkeitsflecken, es ist alles noch im grünen Bereich. Und ja, so wie wir das auch von unseren Handwerkern immer hören, ist doch alles noch gut, mach dir noch keinen Stress an der Stelle, entspann dich, da passiert doch nichts. Aber wir wollen natürlich auch, dass der Mangel dann beseitigt wird, damit kein Schaden entsteht. Liefern Sie denn dann die Argumente?
Ja, natürlich. Das ist die Aufgabe des Sachverständigen, die Argumente zu liefern, dass der Kunde jetzt, wenn er sich dem Bauträger oder dem Handwerker gegenüber sieht, mitteilen kann, was er denn genau zu tun hat, beziehungsweise dass man auch die Ursache erforscht, weil das ist jetzt im speziellen Fall, den Sie genannt haben, bei den Rissen natürlich das Wichtigste. Ja? Ist es denn nur ein Oberflächenriss oder hat der Riss größere Ursachen, die jetzt vielleicht von einer Setzung kommen oder? Und da gibt es viele, viele Ansätze und keine pauschalen Heilmittel. Leider können wir heute ja auch keine pauschalen Heilmittel bieten, aber wir können Sie sensibilisieren. Haben Sie einen Schaden, haben Sie einen Mangel, dann glaube ich, macht es einfach Sinn, einen Fachmann mit einzuschalten. Lohnt sich an der Stelle immer, denke ich. Herzlichen Dank für das Gespräch und für die Informationen für unsere Kunden.